Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Hitman World of Assassination. Wir machen weiter mit den ganzen Story-Missionen hier in Club 27 Bangkok. Und ja, eine davon haben wir auch schon gemacht. Die, glaube ich, in der letzten Folge, als ich blind hier reingegangen bin. Und ich habe ja jetzt ja auch Meisterschaft 20 erreicht und so. Aber das ist schon ein paar Tage her und ich hatte mir eigentlich auch schon einen Plan gemacht, wie ich die ablaufen will. Aber ich habe das jetzt wieder vergessen, weil ich halt die Tage keine Zeit hatte, das zu machen. Und dann jetzt noch 2 Tage was anderes gestreamt habe und ja. Deswegen entdecken wir das jetzt doch wieder ein bisschen einfach so. Aber ja, ich erinnere mich bestimmt an so ein paar Sachen. Und dazu wollte ich auch sagen, Herausforderung. Ich weiß nicht, ob ich jetzt bei den nächsten überall Level 20 machen werde, weil das war schon sehr anstrengend hier jetzt. Also, ja, also so die manchen einige Attentate davon sind halt Story Missions. Das Fass hier und sowas, ne? Bei dem Geburtstag gibt's zwei, einmal mit tödliches Gift und so und einmal ersticken in der Torte und sowas. Aber einige Sachen sind auch sehr nervig gewesen. Zum Beispiel, hallo, wer spricht? Eliminieren Sie ein Ziel mit dem explodierenden Telefon. Das habe ich erst bekommen, als ich eine bestimmte Stufe hier überhaupt war. Und für einige Sachen musste ich tatsächlich googeln. Ansonsten hätte ich es auch bis jetzt nicht hingekriegt. Also da sind schon sehr, sehr nervige Sachen mit dabei gewesen. Ich habe mir halt einfach so ein, zwei Sachen angeguckt. Vielleicht so Sachen, wo ich mir denken konnte, ja, vielleicht hat das irgendwie damit oder sowas zu tun oder, ne? Und einige andere Sachen sind halt einfach so gewesen. Dadurch, dass ich dann gegoogelt habe, habe ich dann halt Lösungen für andere Sachen gefunden. Decken Sie alle verborgenen Gebiete in Bangkok auf oder so, das kriegt man ja hin. Ne, da hat man ja was dafür. Chamäleon, da fehlte mir zum Beispiel dann nur noch eine Sache. Der Gärtner fehlte mir. Und dann habe ich das auch hinbekommen. Aber ich bin gerade am Suchen, welches denn zum Beispiel ich nicht geschafft habe. Hier sind, glaube ich, die, die ich nicht geschafft habe, so, oder? Ja. Blick in die Ferne. Zum Beispiel. Oder La Cucaracha. Das zeige ich euch auch heute noch. Also zumindest versuche ich es. Weil das ist auch ein ziemlich großes Easter Egg. La Cucaracha ist ja das Lied. Und La Cucaracha ist Spanisch und bedeutet die Kakerlake. Und ja, also da werden wir uns dran setzen. Aber Blick in die Ferne ist halt zum Beispiel. Also das hätte ich noch rauskriegen können. Hätte ich einfach nicht das gemacht, was die Quest mir sagt. Aber Blick in die Ferne, du musst halt in einen Raum gehen mit einer Sniper. Dann an einem bestimmten Ort gucken und da jemanden töten. Also was? Und auch Klassiker, das habe ich, also nee, Codename, die habe ich auch nicht alle gefunden. Also weiß ich nicht. Hat mir auf jeden Fall nicht so viel Spaß gemacht, dann das auf 20 zu bringen. Also so der Teil davor, die man halt so, ja, sich herleiten kann oder so, halt runterschubsen und sowas, ne? Sieht man vom Bild her, hier steht ein Text, das ist cool. Und ja, ne, das habe ich zum Beispiel nicht gefunden. Das habe ich 3 Stunden lang versucht, bis ich bemerkt habe, ja, mit Ziele ist auch wirklich Ziele gemeint. Weil ich dachte, ja, hier gibt es ja keine 4 Ziele, also einfach nur 4 Leute. Nein, es sind wirklich 4 Ziele gemeint. Also diese Quest ist die beschissenste bis jetzt, die ich hatte. Deswegen ist sie auch nicht abgeschlossen. Aber ich wollte nur schon mal vorwarnen, vielleicht mache ich nicht alle, weil ich finde es immer richtig, richtig kacke, irgendwo googeln zu müssen. So. Aber wir haben hier ja noch alles. Ja, aufgedeckt und bekommen und so. Deswegen weiß ich gar nicht, womit wollen wir starten? Wir könnten einfach hier mit dem ersten anfangen. Und dann mal gucken, wo es damit hingeht. Oder wir versuchen. Wir können auch versuchen, in der Küche anzufangen. Und dann was zu versuchen. Es gibt hier irgendwo doch Restaurant-Toilette. Ja, genau. Da gehen wir dann eh hin. Und was tun wir dann da rein?
Ich bin mir... Dietrich brauchen wir hier nicht so. Obwohl doch für die Türen. Naja, aber... Ich glaube, ich nehme einfach... Betäubungsmittel... Brechmittel. Ja, wir nehmen einfach noch ein Brechmittel mit. Noch ein zweites. Einfach zwei Brechmittel. Mal gucken, wie das läuft. Und ja, jetzt habe ich schon 5 Minuten geredet. Jetzt wollen wir auch endlich mal reinstarten in die Map. Die gefällt mir aber. Also, du hast halt so ein Hotel. Das hat 2 Seiten und auf jeder Seite ist ein Ziel. Also, das ist nicht so eine riesengroße offene Map oder so. Das wird aber die nächste sein, soweit ich das gesehen habe. Weil da sind auch 4 Ziele. Also, ja. So. Okay, warte, da schwebt ein Messer in der Luft? Ja, oder? Egal. Ich musste direkt neu starten, weil ich musste tödliches Gift mitnehmen für den Kuchen. Weil, ja, da haben wir dann ein bisschen mehr Geschichte, die er sagt, anstatt dass wir ihn einfach so killen. Ich bin super eingerostet, also bitte vergib mir, dass ich ein paar Fehler mache und so. Also, ja, wir fangen mal an. Thomas Cross. The cape is his item. Very well. I have one of my staff bring it up as soon as possible. Today is Jordan Cross's birthday, and manager Dexie Barrett has prepared a small surprise party for him. The kitchen has baked a special vegan cake to suit his rock star tastes, and the only thing missing is a cake topper with the number 27. I suggest you speed things along, 47. Could be the break we need. Gut. Man kann hier einfach hingehen. Den klauen. Er fragt sich jetzt, wo das ist. Aber an sich funktioniert das so. Und wenn wir hier dran vorbeischleichen, können wir auch runter. Da ist unser erstes Ziel. Aber das ist erstmal egal. Ich ändere gar nichts. Wir gehen erstmal hier hin und machen das mal so. Weil hier können wir uns super leicht, also am Anfang super leicht, eine Verkleidung für die Mitarbeiter holen. Und die geht halt später nicht mehr, beziehungsweise ich weiß halt nur am Anfang die Rotation. Weil, ja, hier kommt dann halt noch jemand rein, aber wenn man es schnell genug macht, dann kommt der erst später rein. So, hier ist zum Beispiel unsere Ampulle tödliches Gift, anstatt die Spritze. Und... Ja, sehr schön. Come on, give me a break. What? Gut, um die Verkleidung geht's. Schön, dann nehmen wir noch... wo ist denn das Geld hin? Habe ich das schon aufgehoben? Ich hoffe es. Ja, jetzt können wir ihn auch hier reintun. So und so. Eben seine Verkleidung nehmen und dann haben wir es später auch leichter. Also falls wir das überhaupt danach machen, ich weiß gar nicht, ob wir das danach machen. Aber ja, jetzt ist hier chillig halt, weil die Person, die hier jetzt dann gleich hingeht, ist irgendwie so ein Besucher, irgendwie so ein Mann. Nicht welcher. Der chillt jetzt. So. Dekorieren Sie die Geburtstagstorte. Okay. Gut, dann machen wir uns da auf den Weg. Aber vorher nehmen wir noch das Gespräch mit. Looks like another one of those rock stars. That's Abel De Silva. He's only one of the most awesome drummers on the New York indie scene. He was in Death and Taxes and Flat Earth Society. Yeah, I like Top 40. Anyway, De Silva's filling in for the drummer in Jordan Cross's band, who quit yesterday. The record label flew him in. Oh, hey, mister. How's it going? Took him up to the restaurant lounge. Leise. Oh, Miss Barrett, the manager, she's gonna come get him soon. Gee, I guess I should get his autograph. Interesting. The class's regular drummer unexpectedly quit the band, and the record label has flown in a replacement. Upcoming indie drummer Abel De Silva, who is currently waiting in the restaurant lounge. Better yet, Jordan Cross has not previously met Mr. De Silva, and the two of you do share a resemblance, 47.
Ja, gut. Dann, ne, das machen wir auch. Und die Frau hier, die gerade an uns vorbeigekommen ist, die ist auch halbwegs interesting. Die macht uns irgendwie immer an, wenn wir sie treffen. Und wenn wir die aber töten, hat sie die Keykarte für einen bestimmten Raum. Und das brauchen wir, um hier ranzukommen. Aber, ja. Okay. Das wäre er, genau. Aber ich muss die Quest wieder umschalten. So, da wollen wir hin. Falsche Seite. Oh. Ich glaube, ich habe immer noch nicht herausgefunden, wer sie ist. Oder? Hm. Verschwenden wir mal eine Münze. Oh, sie ist auch interessant. Those little hors d'oeuvres, so cute and tasty. Huh? So he's what, like 25? I mean, I bet he's older than he looks. I mean, the rich always are. He's turning 27, man. Oh, you don't say. Das ist ein Sicherheitsguard. Brauchen wir eine Karte dafür? Nein. Das ist der Sicherheitsraum. Ja, wir müssen nach oben. Ich wollte gerade sagen. Das eine ist der Sicherheitsraum und das andere, also... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gut, dass hier automatisch gespeichert worden ist. Dann sind wir jetzt auch nicht verwirrt und so. Also. Sicherheitsraum auf der Etage. Eine Etage drüber ist der Raum, wo wir sind. Achso, das ist er. Ja, er redet auch. Ich weiß nicht, ob wir da überhaupt lang gehen dürften bei dem anderen Weg. Nee, oder? Warte. Gehen wir eben schnell daran vorbei. Wir gehen jetzt mal hier lang, weil... Ja. Passt auch. Und dann kommen wir auch zu dem Ort. Weil jetzt sind wir hier hinter den zwei Guards. So, und der, der uns da entgegenkommt, der ist nämlich jetzt gerade bei den... der ist nämlich jetzt gerade bei der Torte, deswegen... Da bin ich auch mal reingerannt. Das weiß ich noch. Da muss ich auch aufpassen eben. Gut, nee, speichern wir mal. Ich weiß nicht genau, wo wir speichern können. Ich glaube, hier können wir speichern. Genau. So, Ampulle, tödliches Gift. Und die 27. Cross will be here shortly. And I dare say he's in for a surprise. Ja, jetzt ruft hier einer an, glaube ich, gleich. Und man kann sich hier jetzt halt auch tarnen oder so. Sogar Propangasflasche. Hey, look at that. Outstanding. Okay. Time to call Dexy. Alter, sind das Schokoladen? Hi, Dexy. Yeah, we're just about ready over here. So, bring on the birthday boy. 808, that's it. Yeah. We know the words. Okay, yeah, see you in a bit. Okay, guys, Jordan's on his way down, so get in a position and, you know, fire up those vocal cords, okay? Wieso sind hier so viele Propangasflaschen? Sau crazy. Yeah, hey. Oh, man, I can't wait to see the look on Jordan's face. He probably forgot it's his birthday. Okay, sie kommt mit hierher. Ich weiß nicht.
Können wir hier dann gleich rausgehen? Ja, doch, eigentlich schon. Okay, also er kommt jetzt von oben da. Hier runter. Why do I have to be vegan? Typical rockstar bullshit. Okay, dauert ein bisschen. Okay, und auf der Map seht ihr ihn schon. That's pretty decent of you. Don't mention it, darling. Have a taste. It's vegan. Yum. Oh, vegan, huh? All right. You guys went through a lot of trouble, huh? Oh, no, no, no. It wasn't us. Your father ordered it. My father? Oh, yeah. Yeah, yeah. He was real particular. I mean, everything had to be just right for his son's big day, huh? Oh, did he now? Okay, und damit ist sein Todesurteil gefällt. Oh, it's perfect. You even got the dates right. The Algerian ones that I like. What an asshole. I don't feel so good. Yeah, something's not. I think the cake. Ich glaube, wir sprechen mal eben. Ich glaube, man kann sogar jetzt auch noch ihn da rein. Ja. Also das wäre die andere Methode, ihn zu töten. Das würde auch gehen, aber ja, ne? Machen wir mal nicht. Also ja, er ist vergiftet damit. Und stirbt auch so und dann ist es auch halt in Ordnung. Was so stupid. Er ist da, er kriegt keine Luft mehr, am Verrecken. Und alle gehen raus. Naja. Du, ich mach das dann auch. Gut, gut, gut. So, warte mal. Wie machen wir das denn jetzt? Wir müssten die Dings löschen. Aber wenn ich hier schieße, dann hört er das. Suche? Ja, okay, wir können die nicht löschen. Aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Gut. Also. Die Story Mission haben wir dann ja, die hier. Warte, wenn wir gerade Sicherheitsguard sind, dann sollten wir doch das hier hinkriegen. Wo startet man die noch? Warte. Okay, ich lese es einfach selber vor, I guess. Eine Nachricht von Dexie Barrett für Ken Morgan könnte nützlich sein. Achso, warte, oder müssen wir die Nachricht erst holen?
Kann sein. I don't think I know you. Hey, yeah, you. Okay, das ist ganz großer Mist gerade. You there. Ja. Ich hab. What the hell are you doing? Oh mein Gott. No, 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 don't shoot me, please. Das kann ja nicht angehen. Als ob, was ist los mit euch? Wieso sehen mich alle? Ja, okay. Wir gehen mal wieder hier hin und dann. Dann machen wir das. Der steht ja jetzt hier. Ja, komm, wir gehen da durch. Mir egal. Target down. Next up, Ken Morgan. Whoa. So ist das das Haus? Impressive. That lady manager is involved in all the day-to-day. Ja? Ah, da fängt die Story an. Good to see you. Ah, das war der Typ mit dem Brief. Oh. Look, you want me to deliver it? Deliver what, mate? The letter, Neil. The one Dexie Barrett told you to take down to reception 3 hours ago? Oh, right. No, I'm just comatose today. No, I'm good, thanks. I'll pop down in a moment. Yeah, so you keep saying. What do you care? Dexie Barrett is Jordan's manager. She's not the boss of Come us. Come on, I've arrived at the location and it looks clear. But he's staying in the Queen Suite, so I figure he's someone important. All the more reason to deliver his letter. Hey, what? That's all. I will. In a minute. So what does our friend look like? I'm afraid I didn't get a proper. Man, I wish she was my manager. Wait, ihr kotzt da? Only works with the best. Well, I mean, she's been with Jordan and the. What's happening? Should I be worried? Hm? Wann werden die Ziele? Wait. Wenn den einen tötet, wird der andere isoliert? Nein. Also sollte auch gleich aufhören. Hä? Wieso haben wir also, hä? Okay, warte mal. Es ist, genau das meinte ich. Ja, wir sollen die einfach abfangen. Also er würde uns die nicht... Aber... Dafür müsste er sich halt bewegen und alles. Okay, Alarm vorbei. Dann macht er jetzt weiter. Ich könnte die halt hier töten. Jetzt so, aber... Ich weiß, also, ja, nee, ich glaube, das ist nicht so cool. Warte mal, da sind zwei Leute drin gewesen. Okay, der ist komplett durch, der Typ.
Ich kann jetzt hier aber auch keine Spritze benutzen. Oh. Ich meine, ich krieg ja seine Karte. Wir schieben den einfach mal hier so ein bisschen an die Seite. Und wenn dann irgendjemand ihn aufweckt, ist ja auch okay. So, wir haben auf jeden Fall den Brief. So, da wird auch gerade die Leiche weggeschoben, gezogen. Wenn das sehr weird aussieht da gerade. Also Treppen sind, also funktionieren gar nicht gut bei diesen Ragdolls. Excuse me. Excuse me. Ja. Alles gut. Du kannst ja dahin laufen. So, und jetzt gehen wir hier die Dings ab. Excuse me. I found this on the stairs. Queen Suite. Thank you so much, sir. I'll make sure the letter finds its rightful owner. Gut, perfekt. Und er ist, ja, halbwegs auf dem Weg hierher. Wird er jetzt noch eins essen? Ach nee, oh, er ist gerade erst weggegangen. Ja, okay, das ist doof. Das ist doof, weil das dauert jetzt. Gut, dann hören wir uns schon mal noch mal ein paar andere Stories an hier. Mr. Croft. Damp, bright, French colonial, the river smells of fish. No, truly, a fish. I look forward to leaving. So, your son's manager, this Dexie Barrett. Anything I should know? Not a problem. I know the type. No, no, we'll meet on the QT. We don't want Jordan to know I'm here. He might throw a fit and sway Miss Barrett from doing the smart thing. Ja. Die wollen sich, also er will nicht, dass die sich treffen. Wurde auch in der Dings erklärt. Ach stimmt, die können wir für die Folge eigentlich auch mal gucken noch, ne? Wartet mal. Wir speichern mal hier. Und drücken mal Mission Neuplan, weil das haben wir noch gar nicht gesehen. Die Einsatzbesprechung. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ey, wirklich, ich bin raus, ne? Good morning, 47. Your destination is the Himapan Luxury Hotel Resort on the Chao Phraya River, just outside Bangkok. Your main target is Jordan Cross, the lead singer of The Class, a renowned indie rock outfit recording their highly anticipated sophomore album. But this millennial poster boy harbors a dark secret. 1 year ago, promising young actress Hannah Highmore fell to her death from Cross's penthouse loft in Dumbo, New York. According to the police, Miss Highmore's death was a tragic accident, but her parents remain unconvinced. Ah, da werden wir auch noch mehr darüber erfahren. They believe that Cross murdered Hannah and only escaped justice due to the power and influence of his father, billionaire media mogul Thomas Cross. A secondary target, Ken Morgan, corporate fixer and attorney to the Cross family, is also staying at the hotel. Cunning and unscrupulous, Morgan was a key agent in the cover-up of Hannah Highmore's murder and Jordan Cross's subsequent acquittal. The Highmores understandably want retribution, and while the system may be powerless, ICA is anything but. Mission status active. Ja, genau. So. Ah, Mann. Ach, Mann. Gut. Ja, das hatte ich vergessen. Deswegen. Ja. So. Genau. Aber er will nicht, dass. Also, Morgan will nicht, dass Cross weiß, dass er da ist. Und das ist auch eine Gelegenheit, die man machen kann. Da bin ich auch nur mit ein paar Tipps dann drauf gekommen, weil ich hab's einmal fast gehabt. Aber dann ist es nicht passiert.
weil ich ihn dann, also Cross getötet habe. Und ja, dann hätte ich es auch nicht nochmal probiert und deswegen. Ja, gut, dass ich da dann nochmal nachgeguckt habe. Ja, genau. Und das werden wir aber auch noch erleben. Also ich habe extra ein Safe State davor gemacht, also einen Speicherstand einfach, dass wir das so oder so noch machen können, auch wenn wir ihn anders töten und so. Some things need to be handled in person. It is only the semifinals after all. I will call you from the airport. Von den Missions? Only the semifinals. Von den Missions her, Viertelfinale. Nicht Halbfinale. Oder halt Semifinale heißt. Ach, ich weiß nicht. Ja, jedenfalls, er redet da jetzt noch ein bisschen. Okay, toll. Aber wir können die noch mitnehmen. So, I want to get that package for Wes, but reception says one of our guys picked it up an hour ago. Must have been Julian. Yeah, he's with that actress again, Jackie Carrington. Saw him sneak up to her room earlier, lucky bastard. Damn it! I was kinda hoping the package had gotten lost. I mean, I know Wes Liston is a sucker for all things vintage, but Branson MD2? Says it's the best vocal mic of the 60s. And the deadliest. An MD2 electrocuted Fab Chamberlain on stage at Glastonbury. The model was taken off the market, for Christ's sake. Yeah, I really don't like Jordan putting his lips to that thing. Too much voltage turns the MD2 into a death trap. It's happened before, it'll happen again. And let's not forget, Jordan is turning 27. Hey, I'm not the one you need to convince, Grandma. Okay. Greetings, sir. Hallo? Warum ist das nicht als Story Mission? Ach so, ja, weil er schon tot ist. Ach so, ja, na gut. Dann müssen wir uns das gleich nochmal anhören, I guess. Ich wollte doch nur Zeit totschlagen. Na gut, na gut. Eyes open, sir. So. Er ist in der Zeit jetzt hier hingegangen. Und ja, probiert da immer random irgendwie eins. Also, beziehungsweise das erste ist immer das dritte oder vierte oder so. Das zweite ist das fünfte. Danach weiß ich gar nicht, was er da nimmt. Aber kann auch sein, dass es nicht stimmt und dass es doch noch anders funktioniert. So, und jetzt geht er hier hin und fragt immer nach einem Brief. Und falls wir den Brief schon abgegeben haben, passiert dann auch noch was. Ken Morgan. Any messages for me? Let me check. Yes, Mr. Morgan. A letter was only just delivered. Here you are. Oh, finally. Hello and welcome to the Hilton Hotel. I'll be happy to assist you with your room. The name is McDonald. Basement linen room. Call me when you get there. Yes, Dexie Barrett. Well done, 47. Morgan is on the move and we know exactly where he is headed. Genau, und deswegen machen wir uns auch da hin auf den Weg. So you're saying the con man got con. Nicht der Staff from hier. Warte mal, wo müssen wir denn? Ach so, ich bin eins zu weit oben. Ups. So, hierhin, genau. So. Genau, hier sind zwei Frauen in der Kleidung. Ist halt sehr doof, dass man die Kleidung dann nicht nehmen kann da. Wir haben hier noch eine Sache, aber das ist... Doch, das sollte auch gehen. According to the hotel manager's memo, drunken members of Jordan Cross's sound crew broke into the Queen Suite last night and trashed the place. Housekeeping is fast at work, which is why Ken Morgan and his bodyguard are not yet settled in. Sounds promising. According to the manager, a member of staff is supposed to escort Morgan to his suite once the cleaning staff is done. That someone could be you, 47. I know how you love to grovel. Ja, das, habt ihr ja auch schon gesehen, die eine Seite von dem Gebäude war sehr,
ja, durcheinander sah die sehr aus, ne? Also da wurde halt ordentlich Party gefeiert. Und jetzt haben wir ein Problem. Ah, nicht ganz, nicht ganz. Wir können nämlich hier lang. Kommt hier noch jemand mit hin? This is Ken Morgan. I'm at the linen room at the quest. What do you mean that was 3 hours ago? The receptionist said the note only just arrived. Never mind. I'm here now. Just bring me the flash drive. Barrett, and I promise I will be out of your hair. Tonight? Out of the question, I will need to change my flight. I have my housekeeper watching my dog. Miss Barrett! Something queer about this. Yeah. Good. Both targets down. Now head towards an exit. Ja, er hätte da, glaube ich, nicht noch. Also, ich glaube, das wäre. Da wäre nichts mehr passiert. Gut, wir können auch hier direkt raus. Genau. By the way, hier ist Sapienza, glaube ich. Ja, das ist die Kirche bei Sapienza. Genau, und die Seite führt zum Exit. Also einmal haben wir die Mission jetzt schon gespielt. Aber wir wollen ja auch noch die anderen Sachen machen. Ja, komm. 19 Minuten. Mixtape 47 haben wir bekommen und Krugermeier 2-2. Okay. Interesting, dass wir welche bekommen haben. So, one week later. Cross had billions in hidden offshore accounts, all stripped clean within hours of the kidnapping. Someone wanted the son dead to lure out the father. Someone smart enough to stay in the shadows while we did the wet work, and the Highmores picked up the check. A shadow client. Someone got rich. The contract was just. That was a sound problem. I know you don't care about politics, 47, but ICA is neutral, always has been. Can't allow ourselves to be manipulated. Besides, it's happened before. Italy, Morocco, Paris. All our clients got their intel the same way. Anonymous tips from a hidden source. Each contract perfectly legit. Yet part of a grander design. I don't see the pattern. Somebody does. The board has asked us to chase down this shadow client, and our analysts are closing in as we speak. I know that tone. Someone's playing a game, 47. The question is,
Valentine's Tomb. Ja, ne? Man hat ja auch schon vorher gemerkt, so hier stimmt man nicht. Also mit den anderen Zwischensequenzen. Okay, Shadow Client. Ja, das ist ja Arc 1, ne? Also Hitman 1 geht ja um Shadow Client, glaube ich, oder? Oder war es insgesamt die Story um Shadow Client? Irgendwie so war das. Weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau. So, nächste Quest wäre dann in... Ja, wartet. Da, in... ich weiß gar nicht, welcher Ort das ist, aber Freiheitskämpfer heißt es auf jeden Fall. Irgendwo Amerika oder sowas? Oh no. Gut. Wir gehen dann mal... Ne, wir gehen neu rein. Jetzt haben wir die Kleidung gar nicht gebraucht, die andere. Ja, na gut, okay. Dann planen wir die Mission neu. Und gucken uns einmal an, wenn wir da unten, wo wir gerade waren, starten, können wir Tick-Tack machen. Also machen wir das. Planung, wir starten hier unten. Und... Südflügelkeller oder Achso, Lagerraum ist da, der Raum. Aber das machen wir sowieso erstmal nicht, glaube ich. I don't know. Dann tun wir da noch hier so eine... Was tun wir denn da noch hin dann? Ja, eine Betäubungsspritze vielleicht mal. I don't know. Wir fangen an. Und dann machen wir jetzt das mit dem Tuk-Tuk. Ich starte da unten, weil... Dann kann ich hier... irgendwo ein Dings mitnehmen. Ein Gift liegt hier auch. Ein Schraubendreher, den Pumps hier. Warte mal. Okay, warte mal, das ist eine Schlüsselkarte, auch sehr cool. No, I just think it's vulgar. There was at least a month's pay in that world. Hier war doch irgendwo was. Oder? Nein, ich habe mich doch nicht versehen. Okay, ich habe... Nee, den weglocken ist dumm. Hä? Wo war das? Ach Mann. Da. How are you, busboy? Huh? Sehr schön. What the hell was that? Gut, so, jetzt haben wir das. Dann müssen wir jetzt rückwärts und dann hier raus. Okay. Okay. War noch davon gesehen, aber egal. Well, you're no quitter. I've got to give you that. Look, I can fix this. I'm homing in on the problem. I just gotta... Damn it! Yeah. Are you sure you don't want a ride home? It's not about that. There's this guest. Big shot lawyer fella up in the Queen Suite. He's offered to buy it. This piece of crap for like an obscene amount of money. I just gotta get the engine running. A guest wants to buy your... According to the hotel gardener, Ken Morgan wants to purchase his aging tuk-tuk as a souvenir. Unfortunately for him, he can't get the engine working.
Well, you're good at fixing things, 47. I suggest you give the gardener a helping hand. This could be excellent bait. Crummy old tuk-tuk. Tourists, right? They just love authenticity. I don't know, the guy wants to use it as a golf cart at his Hamptons Country Club or whatever. Be my guest, man. His folly is my game. No kidding. Well, I guess I can stick around for a bit. You know, for moral support. Thanks. Good show, 47. It's time to close the deal. Ja, wir haben es repariert. Jetzt probiert das aus. Und ihr werdet dann gleich sehen, hier am Tuk-Tuk. Zum Aufpuff kommt Flammen und ja. Es steht ein Fass mit Benzin daneben. Perfekt. Hier ist Desaster vor. Nicht mich sehen. Vorprogrammiert. Vor allem alles, was er macht, ist wirklich nur Gas betätigen. Also er versucht auch nicht zu reparieren. Also, ja. And now to deliver Mr. Morgan the good news. Genau, dann kann man jetzt hier noch ein Loch reinmachen. Und jetzt geht er dahin. Und ich speichere mal eben. Denn das dauert ein bisschen, weil der muss dann auch wieder seine Routine laufen, der Morgan. Und deswegen habe ich hier den schon vorbereitet. Den Speicherpunkt. Und da kommt er direkt an und dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Excuse me, Mr. Morgan, sir? Yes? Ah, the tuk-tuk fellow. Did you manage to fix the engine? Yes, sir. She spins like a kit. Right, lead the way. Ja, weil, ja, er geht hier hin, da muss man drauf warten und dann gehen die jetzt halt auch wieder zurück. Also, ja, na gut. Na gut. So, und so spannend ist der Weg jetzt hier zurück auch nicht. Man kann von dem einen Guard gefunden werden, wenn man halt ein Guard-Outfit hat, aber das kann man auch gut umgehen. Wenn man einfach sagt, jo, ich gehe hier lang. Dann hier durch. Und dann hier raus. Weil das hey, ist all der. Also wenn die da dann gleich ankommen, dann würde der einen nämlich wieder entgegenkommen. Beziehungsweise, wenn der Gärtner hier einmal hinläuft, ne, dann ist er auch hier im Weg, deswegen. Ja. So. Habe ich hier auch schon das Öl gemacht gehabt? Ja. Okay, dann. Ja, können wir uns zurücklehnen und gucken, was passiert. Beziehungsweise, was machen wir als nächstes? Wir können das machen. Ah, nee, ist es abgeschlossen? Also wir können, warte mal, wir haben das dann gemacht, die Bugs dann gleich, Intervention müssten wir ganz hoch und so. Aufs Haus bräuchten wir die andere Kleidung, das will ich eigentlich mit dem anderen dann zusammen machen. Ja, vielleicht machen wir dann gleich das mit dem Mikrofon, falls es noch geht. Aber beide Ziele leben ja noch. So, auf dem Minimap ist das schon zu sehen. Ich bin rausgetappt. Das ist nicht gut. So. Da ist er. Dann macht mal. Right, there she is. Go ahead, Mr. Morgan. Please, you do the honors. Ja. Target down. Now on to Jordan Cross. Now on to Jordan Cross. Dann können wir uns das da vorne noch mal anhören, oder? By the way, bei dem obwohl, nee, kann ich auch gleich sagen bei einem anderen Secret. Good day to you, sir. Stimmt, ja. I want to get that package for Waze, but
reception says one of our guys picked it up an hour ago. Must have been Julian. Yeah, he's with that actress again, Jackie Carrington. Saw him sneak up to her room earlier, lucky bastard. Damn it! I was kinda hoping the package had gotten lost. I mean, I know Wes Liston is a sucker for all things vintage, but Branson MD2? Says it's the best vocal mic of the 60s. And the deadliest. An MD2 electrocuted Fab Chamberlain on stage at Glastonbury. Ja, und so werden wir das nämlich dann auch gleich machen. Also, falls wir es hinkriegen haben. Too much voltage turns the MD2 into a death trap. It's happened before, it'll happen again. And let's not forget, Jordan is turning 27. Hey, I'm not the one you need to convince, Grandma. Great. Manager is running a smooth operation. I just love the place. Hä? Was ist denn, wieso ist das denn? Hallo? Wie ist das? Haben wir das schon eingesammelt? Ich glaube, wir haben das schon eingesammelt. Ja, okay. Müssen wir jetzt das hier machen? Offenbar hat sich John Chris. Okay, ich weiß nicht, wo man die jetzt wieder startet. Also eigentlich startet halt. Hey. Da sind noch Leute drin. Ah, okay. Kameras habe ich ja auch schon weggemacht. Aha. Ja, wenn ich halt so spiele, ne, dann spiele ich ein bisschen besser. So, warte mal, wir brauchen. We're upping security at the moment, sir. So I'm afraid I can't let you through here. Wir brauchen die andere Verkleidung hier. Da müssen wir hier eben schnell einen reinlocken. Geht ja nicht anders. Ja, egal. Ist sie echt. Also man könnte auch mit dem Outfit starten, aber jetzt, also dann müsste ich ja nochmal neu und. So. You look like you done something. Keeping it real. Okay, stand still, buddy. Oh my god, nah. Stop it. Warte, das ist die derzeitige Verkleidung hier? Wo habe ich denn dann seine Verkleidung hingetan? Oh, ich habe den Safe Set so lange nicht gespielt. Hilfe. So, wir müssen sie auf jeden Fall bewusstlos beseitigen. Ist auch eine Quest. Sie geht dann da gleich hin und ja, dann geht das. Aber eigentlich hätte ich hier mit dem Bodyguard-Outfit rumrennen können. Oh, na gut. Also gar nicht. Nee, das ist gar nicht die Seite. Doch, doch, doch. Ja, doch, das ist die Seite. Okay. Die Frau kann man eigentlich auch da komplett rüberziehen, denke ich. Aber wenn wir da einfach eine Münze hinwerfen, der wacht zwar auf. Aber befehligt sie da zu untersuchen und ja, dann geht das easy. Killer! Um
mit einer zweiten. Super easy. Haben wir das. Die Katar hier muss man zum Beispiel auch spielen für einen Achievement. Also, Errungenschaft halt. Nicht Achievement auf Steam oder so, sondern, ne? Die Map Achievement. Mann, so. Sie ist weg. Hat dann. Ach so, hier geht's nicht durch. Hat dann. Wo ist denn das? Ist es hier als Item? Nee, dann ist es wahrscheinlich als. Information hier, genau. 41713B oder so. Als Code. I'm just telling you, there was talk about a recording. Why on God's green earth would Cross record tossing his girlfriend out of the window? Unless he was some kind of serial killer. I mean, he didn't mean to. He'd been recording demos at his loft when the argument started. It was only after, when Cross Senior's goon showed up to fix the crime scene, that he realized the tape had been running the whole time. I mean, those are the rumors anyway. Well, if a tape existed, it's long gone, right? I mean, obviously. Guy gotta be an idiot. Talk about a smoking gun. Gut. Ja, wir haben hier den Datenträger. Wo das drauf ist. Und wenn wir jetzt nicht durch die Tür gehen, beziehungsweise doch, die gehen da auch weg, aber. Ja. Können hier schnell rein. Hier rum rein. Und das hier hin tun. Und das ist das Ding. Excellent work, 47. And now, the moment of truth. Good. PIs, reporters, and my PD cop Dexy was talking about. Why was it just playing? What would be the purpose? What would be what? Blackmail. Some sick game. What if I just smashed the drive now? Did they take copies? Boom. Weg ist er. Both targets down. Now head towards an exit. Ich glaube, ja, genau. Man kann ihn auch hier verstecken. So, und dann wäre das auch Geschichte hier mit ihm. Ja, also er hat sie getötet. So, dann die nächste Quest, die wir machen können, wäre dann jetzt endlich die. Dann starten wir direkt da auf der Seite, glaube ich. Oder? Starten wir da? Wir könnten auch jetzt das mit den Bugs erstmal machen. Das wäre dann. Ich glaube direkt da der Eingang. Gut dafür. Wenn wir hier starten. Ja, wo machen wir das hin? Ist auch egal, ganz ehrlich. Da gehe ich eh nicht hin. So. Wir starten hier. Denn wir können hier ganz schön schnell hier mal lang das irgendwie schnell mitnehmen. Das ist so Pestizide oder so. Irgendwie Insektengift. Und wir können ihn jetzt hier hinlocken, weil hier geht er gleich hin patrouillieren und macht das. Oder wir warten auf die beiden da hinten. Ich weiß gar nicht. Mann, jetzt habe ich ja auch wieder den Start dann nicht hingekriegt, ne? Aber egal. Chief, believe it or not, I've done this before.
Gut, er ist da. Warum läuft er hier so langsam? Ich weiß es nicht. Wir nehmen mal eben schnell das. Weil dann geht der Typ gleich nämlich nach oben. Der hat nur geguckt, von wo das geschossen wurde. Bist du gar nicht... Also... Okay. Wisst ihr man, wo das... Ja, okay. Also selbst mit Schalldämpfer sind die halt sehr laut, ne? Aber... Ja. So, der... Laufen die jetzt nicht los? Die laufen auf jeden Fall gleich in den Raum rein. Ah, die wechseln sich ab und dann laufen die da rein. Ah, okay. Gut, gut, gut. Was kann man hier machen? Ah, Unterdrückung. Und so kann man halt auch, ist ein auch leichter Weg, um die Verkleidung zu bekommen. Bam, bam. Tun wir den da rein. Verkleiden uns als der Typ. Können den da auch reintun, dann ist auch kein Problem. Und ja, das wäre jetzt die Quest hier. Der Kammerjäger wird die Kaisersuite wie geplant inspizieren. Er hat die Hotelmanagerin gebeten, das Aufnahmestudio zu räumen und alle für die Dauer der Inspektion in das Atrium bringen zu lassen. Also das, was hier vor uns ist. In das Atrium bringen zu lassen. Ich schlage vor, Sie suchen diesen Kammerjäger 47 im Augenblick desinfiziert. Er hat das Erdgeschoss. Gut. Dann wollen wir mal eben zu ihr dahin gehen. I'd like to inspect the penthouse now. Very well, I'll make the call. But I'm warning you. No slip-ups, especially not with young Master Cross on his way down. If any of those toxins get into the ventilation system, you could gas the whole atrium. Understood, ma'am. Also, sie ist das hier. Okay, gut. Dann haben wir das auch gecheckt. Yes, hello. Dann speichern wir mal hier. Also, es gibt halt jetzt so ein paar Sachen. Well, this is the manager. Mit dem so Ding hier. Indeed, yes, the pest exterminator. He needs to inspect the Emperor's suite now. Could I possibly ask you and your team to... Oh, excellent, thank you. Please join us in the atrium for refreshments. I promise it won't take long. Okay, bye, thank you. Good. Dann gehen die da jetzt alle runter? Ihr seht es, glaube ich, ne? Also hier kommen tausende Leute. Wir können, glaube ich, hier auch nochmal besser speichern. Dann brauchen wir das Gespräch nicht nochmal hören. Also die gehen jetzt hier alle runter. Und dann können wir da hoch. Und das ist das Secret, was ich schon angesprochen habe. Das eine zumindest, was ich euch auch zeigen werde. Weil man kann dann halt wirklich nach da oben und sich da, ja... umgucken. Und da gibt es eine sehr lustige Sache. Das ist nämlich das Cucaracha-Lied. Kann man da finden. So, ich glaube, ich kann da dann gleich lang. Also hier werden jetzt so viele Leute runtergeschickt, ne? Das ist crazy. Jordan Cross, revered and reviled in equal measures. So skedaddle out of here, okay? Okay, ich darf noch nicht da lang. Jetzt. Die müssen halt selbst weggehen, ne? For your own good, turn around and go back the way you came. That's it. Hold your horses. This is a secure perimeter. Hä? Bro! Good. Oh, Mann, lass mich da durch. Your
You're trespassing. Please turn around, sir. And you're an idiot. Ja, endlich gehst du auch. Sir, I'm talking to you. Hä? Hey, Bro! Hey, stand still. You, there, stand still. Ich muss da lang, das ist die Quest. Okay, ich warte, bis der weiter weg ist. Das ist ja so dumm jetzt hier gerade. Okay. Warum sind die eigentlich trotzdem noch Leute? Naja, suchen wir mal eben, wo das ist. Ich glaube, das ist hier hinten. Ja, genau. La Cucaracha, ne? Also, ich glaube, ihr kennt das Lied. Also, hoffe ich mal. Und? Vielleicht habt ihr das jetzt gehört. Das ist jetzt die gesamte Zeit hier, dieses Geschrei. Und wir gehen jetzt mal runter wieder. Und gehen mal nach draußen gucken. Denn ich meinte ja schon mal in der Folge, Hitman ist ganz weird mit seinen Easter Eggs oder halt mit so Sachen. Also, es ist schon immer die ganze Zeit sehr immersive, aber dann gibt's so richtig weirde Sachen. Und das hier ist eine davon. Denn wir haben da einen kleinen Freund draußen jetzt. Wir haben da einfach eine riesengroße Kakerlake am Rumlaufen. Und die macht halt auch immer diesen Sound. Das ist zum Beispiel eins von den Secrets. Es gibt auch noch ein Secret, wenn man irgendwie, ich weiß nicht, Leute tötet oder irgendwas. Ich weiß nicht genau, was man machen muss. Aber dann weinen die Elefanten hier vorne Blut. Das gibt's zum Beispiel auch. Ja, und das Ding, das läuft jetzt hier so ein bisschen lang. Und ja, chillt. So, andere Sache. Kleine, also ja auch für eine Errungenschaft kann man das machen. Achso, genau. Ich glaube, ich kann das jetzt noch machen. Genau, er sitzt da. Das sollte man nämlich eigentlich machen. Setzen Sie das Gas frei. Also man geht einfach hier hin, muss das Gas halt auch mit dabei haben. Sagt dann, und bam. Er ist dabei tot. Ne? Und dann kann man zum nächsten Dings gehen. Aber wenn man lang genug wartet, beziehungsweise halt Glück hat beim Warten, dass die beide sich hier in dem Raum treffen, passiert das hier. Ich habe ein bisschen spät gespeichert, also es geht direkt los, das Gespräch bei denen. Ja, genau. Also wenn Cross Morgan hier sieht. You brown nose, what are you doing here? Jordan, my boy. Fancy seeing you here. Cut the shit, Morgan. Did he send you here? Huh? Did my father send you here to spy on me? I knew it. I knew this would happen. Oh, wait. Are you two in cahoots? You my father's lapdog too? Oh, and you, Morgan, you flabby sycophant. What's in it for you? This old vampire grooming you for CEO? Is that why you let him treat you like his two-bit errand boy? Huh? Where's your silver tongue now? Jordan, if you will just calm down, I think I can explain. Things are not this black and white. What do you say we stop making a scene and continue this conversation in my suite? Oh, this better be good. Ja, jetzt geht er auch in die Suite, ne? Obwohl die eigentlich noch gar nicht fertig sein soll. Aber ja, jetzt haben wir hier auch beide, die Person. Und die beiden gehen jetzt hier nach oben auf seine Seite und
Ja, dann sehen wir auch mal. Es ist auch viel aufgeräumter hier. Jetzt. Der Seite. Work don't wait. Genau. Also, ne, hier haben die das halt jetzt alles wieder sauber gemacht. Aber hier kommen wir auch gleich noch hin mit einer Story Quest. Und die werden dann jetzt hier hingehen und dann, glaube ich, auch alle Leute raus verscheuchen. Zum Beispiel auch ein Kill ist es, den hier zu töten. Den Cross von der Seite mit einer Sniper auf die andere Seite. So. Das heißt, wieder ein bisschen warten. Wir tauchen mal hier unter. Dann. Was auch immer er da macht. Genau, und die gehen ja jetzt hier hoch, sind auch schon hier, sehr schön. Und dann sehen wir nämlich noch einen Kill, weil das auch ein Kill ist tatsächlich. Und danach direkt eine Opportunity auch, also, ja. Aber das ist so an sich keine Story-Mission oder so. Es gibt ja auch immer so Sachen, die fühlen sich an wie Story-Missions, sind aber keine. Die muss man halt schon, das sind schon so Secret-Story-Missions eigentlich. Fährt man dann halt nur durch die einzelnen Quests, die dafür zuständig sind. Was zum... Ich glaube, der Typ braucht dringendst eine Pause. Aber na gut, lassen wir ihn mal. Alright, get out. This is between myself and Master Cross. Are you sure that's why, sir? Do it, Otis. Mr. Morgan. Okay, start talking, Morgan. I will tell you the truth. You must understand. It wasn't supposed to go down like this. Your father was merely being sagacious. What are you babbling about? Hannah Highmore's death tape. The proverbial smoking gun that you so precariously kept for yourself instead of destroying the evidence. That's why I'm here. Oh, Dixie. Don't be too hard on Miss Barrett. Everyone has a price, and it is usually lower than you'd think. We did not mean to use it, of course. Not unless you left your father no choice. You wouldn't dare. You covered it up! I'll take you down with me, all right? You and my dad. Your father and I acted in good faith. How were we to know that Dexie Barrett helped you tamper with the crime scene, made it look like an accident? Your father. The bribes and the hush money all came from offshore accounts in your name. Don't bullshit me, Jordan. You and I are in very different leagues. Ja, jetzt hat er mit ihm das gleiche gemacht wie mit ihr. Now on to Jordan Cross. Gut, und dann können wir ihn halt auch beseitigen. Both targets down. Now head towards an exit. Du musst halt, also es ist kein Silent Assassin, weil du musst halt zwingend deine Kleidung dafür wechseln. Ja. Was gibt's denn jetzt noch? Wir können noch mal weggehen. Ich weiß nicht, ob das Insekt noch... Ah ne, hier hatte ich das Insekt gar nicht. Ne? Nee. Man kann aber hier so beim Strand lang abhauen. Obwohl, brauchen wir das? Eigentlich nicht. Wir wollen ja die Story Missions angucken. Also, das fehlt noch. Das fehlt noch. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das fehlt noch. Gut. Dann. Ja, machen wir das andere noch. Wir haben ja hier gerade angefangen, uns auch schon ein Mitarbeiter im Hotel vorzubereiten. Das ist auch ein komischer Bug. Die Dings ist kaputt, aber die Kameras zeigen es immer noch immer alles an hier. Weiß ich auch nicht. Ist ja irgendwie weird. So, aber wenn wir hier auf die andere Seite gehen. Ja, warte mal.
Machen wir das weg. Da. Gut, den stecken wir weg. Ach komm. Muss das? Nein, es muss nicht. Ja, bringen wir ihn. Also, wir holen das, machen das jetzt nochmal. Und holen dann Morgan zu der Stelle. Zu seiner Suite, meine ich. Nicht zu der Stelle. So, warte mal. Also, wenn wir hier rumgehen. Das sollte doch klappen, oder? Okay, das war knapp, aber wir haben es geschafft. Und er ist direkt hier vorne. Mr. Morgan, Sir. When can I have my suite? Please accept my heartfelt apology for the mishap earlier. The Queen's suite is ready for you. Follow me. Sie war auch gerade da wieder. That was relatively fast. Very well. Lead the way. Auf seine Seite. Ja, okay. Kommt der? Ja. Der ist auch eigentlich relativ. Ja, also sorry, dass ich halt jetzt nicht diese Anfangs-, also diese Decke Story Missions Sachen auf, die immer hab, aber es ist halt auch schon jetzt ein bisschen her, dass ich es gespielt habe, deswegen. I'm sorry. Ist auch ein bisschen verwirrt manchmal bei den Treppen. Hey, you need to work on your posture. Doing okay? Good. Ah, doch. Krieg ich da hin. Sehr schön. Ja, ich will ihn halt jetzt nicht verlieren. Man muss hier halt gleich noch putzen und ich würde gerne mal wissen, was passiert, wenn man es vorher macht. Aber ja. Okay. Achso, müssen wir reingehen? Here we are. I trust everything is to your liking. A definite improvement. Hardly the Burj Al Arab. Let's take a closer look. Okay, warte, wo fängt er an? Also es gibt auf jeden Fall hier einen Fleck. Das ist, den kann man aber irgendwie nicht wegmachen. Der dauert viel zu lange. Ah. Take care of it, please. So sloppy. Oh, I don't feel so good. Gut. Machen wir hier noch sauber? Sehr schön. Hier ist, by the way, auch ein Koffer, falls ihr den brauchen solltet. Irgendwann. Oder irgendwie, oder so. A definite improvement. Ach lol, der kotzt jetzt hier. You know, that is very rude, sir. No visible stains. Well, I'm sure there are other minor oversights, but one shouldn't nitpick.
The suite is possible. You may leave. If there is anything else I can do, Sir needs me to ask. Ja, dann kann man ihn hier reinziehen. Kann ihn auch anders töten. Ihn zum Beispiel zum Brechen zu bringen hier vorne. Ist auch eine Sache. Wieso, wie hat er mich nicht? Okay. Und dann fehlt noch das und das. Ja, dann gucken wir noch mal nach da unten, bis wir das hinkriegen. Ah ja, hier, sie. Ja, komm. Also wir haben das Gespräch ja gehört. Das ist jetzt halt gerade ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Glaube ich. Speichern hier mal. Geht sie da gerade hin? Oder geht sie hier rechts rein? Nein, sie geht da gerade hin. Ja, okay, komm. Wir machen es so. Ich gehe da hin, fange die Quest an, dann hören wir auch sie drüber reden und dann laden wir das einfach nochmal neu. Weil das ist schon sehr gut, dass sie da gerade lang läuft. Das ist ja genau das, was wir wollen. Weil dann brauchen wir ihre Schlüsselkarte auch nicht klauen. Einfach. Da können wir einfach so mit reinhuschen. Vielleicht nicht die beste Verkleidung dafür. Obwohl, doch, eigentlich ganz gut. Ja. Also, wir hören uns zum dritten Mal dieses Gespräch hier an. Das ist aber der falsche Höhe. So. Ja. Also, wir holen uns die Schlüsselkarte von ihr oder wir nutzen halt den Moment, dass sie da aufmacht und gehen damit rein, denn wir müssen in Raum 207. Und ja, können dann da... Lustig, ne? 47, 27, 207. So, Producer Wes Liston has ordered a vintage Branson MD2 vocal mic. This rare model was removed from the market in the 1960s after causing a number of electric shock fatalities. Apparently, a production defect makes the MD2 short circuit at high voltages. Sounds promising. I suggest you track down the crewman who picked up the microphone. According to his colleagues, this Julian is romantically involved with Jackie Carrington, a former sitcom star who stays in room 207. Okay. Ja, genau. 207 müssen wir jetzt. Dann laden wir das. Hier. Weil, also das war halt echt jetzt sehr gut, dass das passiert, weil ansonsten müsste ich sie halt auch erstmal suchen, ne? Wir haben sie auch schon unten gesehen. Die hat halt eine lange Route und... Kein Bock. Wenn ich da überhaupt reinkomme. Ja doch, ich darf hier rein. Lol, und ich bin nicht mal gesucht von ihr. Und wir kriegen hier das Outfit, das passt ja so gut. Sagt sie was? Nö. Sie chillt hier einfach. I'm starting to feel a little uncomfortable now, so please go away. Ja, so ist er jetzt halt wach. Genau. So, von ihm haben wir die Sachen geklaut. Und dann können wir jetzt auf die andere Seite wieder hoch. Weil da ist ja er dann, also Cross. Ja, so. Und mit dem Outfit dürfen wir halt auch ganz nach oben. Müssen nur ein bisschen aufpassen. Zum Beispiel bei dem rechts hier. Oder dann auch hier bei ganz vielen. Und auch hier bei dem linken. Ah, speichern wir mal zwischen einfach noch.
Okay, man kann durchrennen. Okay. Und dann. Gehen wir hier hinten hin. Den Kill haben wir auch ja schon letztes Mal gemacht gehabt, aus Versehen. Ja, gut. Haben wir ausgetauscht. Und dann. I used an MD2 plenty of times in the studio. It never electrocuted anybody. Besides, that sound is to die for. Okay, Wes. Hey, I mean, Jordan's dad's got more lawyers than the Church of Ascendants. Achso, geht da direkt hin? Crazy. Julie knows it, Sonny. Now, let's do some hitmaking. Okay. Man kann jetzt hier dann noch den Sound anpassen. Und ihn dann auch easy töten. Ready? I'm running. Snap the track, Wes. Hey, 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 who put the red calf leather on cabin boots? All right, it's you or something else. I don't know, that guy. No worries, Jordan. Yeah, why don't you take five? Go grab something to drink. It'll loosen up your throat. Ach so, wir müssen es erst sogar einstellen hier. Lol, wusste ich nicht. Oh mein Gott, jetzt läuft er nochmal zurück. How was it? That sounds fab, Jordan. Just need to make a few adjustments. Why don't you take five? That sounds good. Ja, dann starte bitte. All this fighting, Jordan and Heidi, Quinn splitting. Is that normal? Is it normal, he asks. Kid, when I recorded with the Ravine. Hey, what's up? Hallo, können wir mal bitte... Keyboard player got into a duel with the lead guitarist. Ended up shooting himself in the foot. We had to drive him to the hospital in a snowplow with his severed toe and a bag of ice. Talk about cabin fever. Yeah, I read about it. Können wir bitte mal vielleicht starten? Eventually makes the bullets fly. Saber marriage. They'll get over it, or they won't. Just don't get in the way. All right, words to live by, I guess, huh? What's up with that? Jetzt. Oh. So. Good show, mate. One stem down, three more to go. Mhm. Yeah, yeah, yeah. It's all coming to get stopped. Perfect. Don't change anything. So, jetzt klingt die Musik auch gut. Hey, someone get Jordan in here. This is right up his alley. Oh mein Gott, und jetzt kommt er hier wieder her. There. Better or worse. Was ist er denn? Just plain different. Hey, ich sehe die. Ach, da ist er. Wow, ja, okay, jetzt braucht man ein bisschen. Aber ja, das klingt schon mal besser hier jetzt. Ne? Ja. Dauert ja nicht so extrem lange, I guess. Den kann man hier auch gut umlegen. How you doing? Den Typen. Dann da in die Box tun und dann hat man auch Security Guard direkt als Dings. Wann kommt der denn? Hey, what's up? Got it out of your system? That depends. You really want me to say I'm sorry? I didn't tell Quentin to quit the band, Heidi. Hothead did that all on his own. We're supposed to be a team, and you act like it's a dictatorship. Don't you see? This is so you, Jordan. You pretend to hate me. Man kann ihn hier auch elektrokuten. But when push comes to shove, you are still Thomas Cross Jr. You're the center of the universe, and no one tells you what to do. Except for him. Oh, please. The poor little rich kid routine again. Let me go grab my violin. You're middle class, right? No one tells you what to do. Because no one expects anything of you. Well, I finally have something that's mine. Something that Thomas Cross doesn't own, and I'm not giving up control. Not to Quentin, not to Dexy,
and not to you. Giving up control by listening to your friends. I love your songs, Jordan. But you really are. Oh mein Gott, wieso dauert das so lange? Okay, er geht jetzt endlich nach unten, oder? Ja. Besser so. Maybe it's the arrangement. I could add some layers of Juno 60. Bit of Mellotron, maybe. That's your solution for everything, old boy. Do we have any more of those bronze acoustic strings with the nanocoating lying around? So. Er kommt gerade wieder runter und ja, wir haben's also. Wow. Das hat lang gedauert. So, wir stellen uns schon mal hier vor. Kann sich nur um Stunden handeln. Both targets down. Now head towards an exit. Ja. Und jetzt müssen wir, warte mal, das haben wir. Das machen wir noch. Nee, das haben wir auch gerade gemacht. Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht, das. Das, jetzt müssen wir nur noch das hier machen. Okay. Neu planen. Jetzt kann ich. Wo geht man denn dann da am besten? Ich würde einfach, glaube ich. Oh, die benutzen. Mit der Spritze. Ja, doch. Okay. Gut, die letzte Sache. Die letzte Story Quest. Ey, das. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal 1,5 Stunden dauert jetzt hier. Das ist crazy. Okay, also. So, wir müssen auf die Seite hoch. Erstmal. So, das haben wir ja schon gehört, vor ganz, ganz vielen Stunden. Boom. Dann, den brauchen wir. Also legen wir hier eine Münze hin. Jetzt fragt er sich, was das war. Wir machen, gehen hier wieder raus. Gehen hinter ihn. Holen. So, ja, gut, das ist eh egal. Dann. Man kann ihn hier nicht verstecken, aber hier geht niemand rein. Deswegen können wir uns hier so verkleiden. Ich fand den Typen gerade lustig, der da meditiert, aber wegen der Perspektive sind ganz viele so liegen vor ihm und so. Noch mehr haben wir da nicht. Dann können wir. Hey man, state your business here. What's up? Holy shit! Yeah, well. Shit. Och shit. Och shit. Wurde da irgendwas gespeichert vorher? Okay. Dann versuchen wir es einfach mal so. Das hier ist auch eine sehr gute Verkleidung, um hier oben rumzulaufen, weil man wird nicht erkannt. Ja.
Ja, jetzt müssen wir uns mit Cross treffen. No Tundra Water left? Hm. Er muss da eben machen. So, hallo. Oh, hey, you're Quentin's replacement, right? Man muss nicht mit ihm sprechen, nur in der Nähe stehen. Thanks for coming out, Abe. Follow me. Gut. Hier gibt's, by the way, kein Klavierkill. Das ist keine Quest. Zumindest nicht, dass ich weiß. Also. Gut. Dann, also zum Beispiel ein Gespräch, wo er hier telefoniert. Also als die Person, die wir hier verkleidet sind, ne? Die haben wir jetzt zum Beispiel nicht mitgenommen, aber. Das wird jetzt auch nicht jede sein. Ihr sollt ja auch noch was zum Bedecken haben, falls ihr sagt, ne? Jo, ich will auch spielen. Selber spielen. So. Hey, what's up, De Silva? Everyone, this is Abel De Silva. He's here to take over for Quentin. Drums all set up, Wes? Good to go. Cool. So, what do you say, man? Get behind the kid, show us what you made of. Ja, gut. Und weil wir Hitmen sind, sind wir auch richtig gut und können das. Ja. Yeah, man. Yeah, that was cool. All right, you like some kind of machine, aren't you? Oh man. So heißt die Quest auch. Mensch-Maschine. Super. Why don't you walk with me, Abe? There's something I want to show you. After you. Good. Und so kriegen wir auf den Teppich. Oh. Und so kriegen wir ihn an ein Ort. Alleine. Und das ist auch, ja. Ne, jede Story Mission hat halt auch ein Kill, also ein Attentat. Achievement. Yeah, so, sorry about the mood around here. You know, Heidi's still pissed about Quentin leaving. But, you know, just don't expect her to roll out the red carpet. So, just do your thing. Do it well. And she'll soften up. It's fine. Where are we going? Atrium roof. Look, I want to pitch you something. And I don't want the others to hear. It's bad from around. Gut, dann gehen wir runter. Der Typ da nervt sehr. Ach, wir gehen... Okay. Bisher ist er immer nur auf der anderen Seite rausgegangen. Noch nie hier. Das ist crazy. Wow. Ihr müsst ja jetzt auch wissen, ne, dass die Party dann für ihn steigt da. Ja. So. Climbing the cultural ladder, I see. So. Good work, 47. I like your style. It's very tight, very new wave. You should talk to Dexy when we get back to New York. Who's repping you? Small agency. Very low profile. You wouldn't have heard of them. Oh, buddies from school, huh? Don't have the heart to let them go? Yeah, thought so. Look, believe me, man. You gotta aim higher. Anyway. So I have this project coming up. Ja, du hast dein Projekt. Yeah? Erzähl mal. I think it's right up your alley. Going solo? Yeah, that's the plan. I could use a solid drummer. A hired gun, not a partner. Someone who does the job without getting noticed. Oh, so you're interested? It's what I do. Great, yeah. Oh, mull it over. Talk to your people if you have any. You can decide when we get back to New York. Good talking to you, Abe. Yeah, good talking to you. Und da ist er weg. Gut.
Das war der letzte Kill. Und ja, damit war es das auch. Wir haben ja schon die Endsequenz geguckt. Die beiden fragen sich, wo er hin ist. Das war's hier aus Bangkok mit Club 27. Und wir werden uns nächste Folge dann wiedersehen, wie ich die nächste Quest wahrscheinlich erstmal blind versuchen werde. Oder falls das nichts wird, dann ja, spätestens bei den ganzen Story Missions. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken dieser Folge von Hitman World of Assassination. Also Teil 1, Hitman 1, so gesehen. Und ja, dann danke fürs Zugucken und tschüss.